Dankeschön. Ja, es geht ja heute um Netze. Ich rede nicht über Netze, sondern über das, weshalb wir über Netze reden. Nämlich über die Stromversorgung, über die Erzeugungsseite. Und das Thema soll sein, die absehbaren Veränderungen. Und vieles von dem, was ich jetzt zeige, wird Ihnen bekannt sein. Aber ich glaube, es ist ganz gut, sich einige harte Zahlen einfach nochmal als Auftakt für dieses Panel vor Augen zu führen. Es geht also kurz um die politischen Ziele, über die wir heute schon viel gehört haben. Wir gucken uns gemeinsam nochmal den Kraftwerkspark, wie er heute ist, an. Und dann gucken wir in die Zukunft. Und die Szenarien, die im Moment besonders relevant sind für die Netzplanung, sind ja die Szenarien, die die Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen des Netzentwicklungsplans im Szenariorahmen dargelegt haben. Und da gucken wir uns mal an, wie eigentlich sich die neuen, insbesondere erneuerbaren Anlagen, regional verteilen sollen und vergleichen das dann am Schluss noch kurz mit anderen Szenario-Rechnungen, die es so gibt. Kurz zusammengefasst lässt sich eigentlich sagen, das sind die absehbaren Veränderungen der Stromversorgung. Zumindest so, wie sie politisch angestrebt sind. Bis zum Jahr 2050 sollen 80% erneuerbar sein. Es sollen interessanterweise auch der Verbrauch um ein Viertel gegenüber 2008 sinken. Und die Zwischenschritte, die im Energiekonzept der Bundesregierung formuliert sind, sind also 35% bis 2020, 50% bis 2030 und 65% bis 2040. Das alles soll passieren mit einem, oder wir starten in dieser Entwicklung mit einem Kraftwerkspark, der heute natürlich noch nicht so erneuerbar aussieht. Und ich habe hier nochmal Ihnen zur die installierte Leistung, wie die Bundesnetzagentur sie jetzt im Sommer gerade nochmal erhoben hat, der verschiedenen Kraftwerke hingemalt, also 20 Gigawatt Braunkohlekraftwerke, 25 Steinkohle, 23 Erdgas und jetzt nach den Abschaltungen immer noch 12 Gigawatt Kernkraftwerke und inzwischen tatsächlich 70 Gigawatt installierte Leistung, erneuerbare Energien und ungefähr 9 Gigawatt Pumpspeicherkraftwerke und dann noch so ein paar übrige. Insbesondere bei den erneuerbaren Energien haben wir ja, wie Sie wissen, eine rasante Entwicklung hinter uns und auch da möchte ich gerne nochmal ein paar harte Zahlen an die Wand werfen. Inzwischen haben wir hier, Entschuldigung, wo ist dieser tolle grüne Pointer? Hier oben, ja? Oben, ja. Ah, ja. Inzwischen haben wir 25 Gigawatt installierte Leistung Photovoltaik. Also das ist sozusagen in installierter Leistung schon das Doppelte von dem, was jetzt noch an Kernkraftwerkskapazität übrig ist. Das kann man sich durchaus nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und 30 Gigawatt Windenergie. Zusammen produzieren diese Kraftwerke Strom. Das ist jetzt die Bruttostromerzeugung von 2011. Das waren 612 Terawattstunden. Davon haben wir im Inland aber nicht alles verbraucht. Wir haben immer noch, hier ist was verrutscht, 6,3 Terawattstunden exportiert. Also auch in dem Jahr der Abschaltungen wurde durchaus noch Strom im Saldo exportiert. Gut, und das ist Ihnen sicherlich bekannt. Ein Viertel des Stroms kommt immer noch aus Braunkohle, fast ein Viertel aus Steinkohle, ungefähr 15% aus Erdgas, inzwischen noch 18% aus Kernenergie. Und hier, das entspricht dem, was man jetzt auch als prominente Zahl in den Medien findet, 20% im Jahr 2011 kommen aus erneuerbaren Energien. Wobei die Windkraft, die den größten Beitrag liefert und auf Platz 2 die Biomasse ist, Wasser und Photovoltaik, inzwischen auf Platz 3 mit einem leichten Vorsprung der Photovoltaik. Das war sozusagen der grobe Überblick. Was natürlich für die Netze interessant ist, ist die Frage, wo stehen die Kraftwerke und wo sind die Verbrauchszentren? Und das ist also hier die geografische Verteilung des Kraftwerksparks auf der schönen Karte vom Umweltbundesamt. Man sieht auch hier schön die vier Übertragungsnetzbetreiber-Regelzonen. Und man sieht, dass die braunen Kraftwerke, die Braunkohlekraftwerke hier genau da stehen, wo auch die Kohlereviere sind, die Braunkohlereviere sind. Es gibt einen starken Schwerpunkt der Steinkohlekraftwerke hier im rheinischen Steinkohlerevier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt hier noch 3 norddeutsche Kernkraftwerke und 5 süddeutsche Standorte. Und die Gaskraftwerke verteilen sich so ein bisschen übers Land an verschiedenen Stellen. Wasserkraftwerke haben wir hier vor allem in Thüringen, aber auch zum Beispiel hier in Baden-Württemberg.
Man sieht auch, dass die Verteilung überhaupt nicht gleichmäßig ist. Also hier zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern stehen nicht viele Anlagen, zumindest nicht viele konventionelle Blöcke. Das hier sind jetzt Kraftwerke ab 100 MW, das heißt erneuerbare Energien kommen jetzt hier nicht vor, es sei denn, es sind so ganz große Windparks, die sind jetzt hier so in hellblau auch noch eingezeichnet. Wenn man sich das jetzt nochmal ein bisschen systematischer anguckt, dann sieht man, dass die installierte Leistung, wenn man mal in den verschiedenen Bundesländern nachguckt, auch sehr verschieden verteilt ist. Nordrhein-Westfalen ist der absolute König der installierten Leistung mit hohem Anteil von Braunkohlekraftwerken in Braun, Steinkohle hier in Grau und Erdgas in diesem hellen Gelb und auch einigen erneuerbaren Energien. Das sind hier die übrigen und die Mineralölkraftwerke. Kernkraftwerksstandorte hier in so gestreift dargestellt gibt es noch in 4 Bundesländern, in Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Und Bayern hat interessanterweise hier einen ziemlich großen grünen Balken, die haben tatsächlich in installierter Leistung die meisten erneuerbaren Energien. Und was ich jetzt hier mal dazu geplottet habe, nur so als Anhaltspunkt, ist die durchschnittliche Nachfrage, die gibt es leider bei der AG Energiebilanzen nur noch von 2008. Und das ist jetzt einfach die Strommenge mal geteilt durch 8760 Stunden, um nur mal so eine ungefähre Vorstellung zu kriegen. Natürlich variiert die Nachfrage von Stunde zu Stunde. Aber man sieht schon, dass natürlich die installierte Leistung, das ist ja auch gut so, immer deutlich höher ist, aber dass das Verhältnis in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Also hier in Hessen zum Beispiel, um diese durchschnittliche Nachfrage zu decken, müssten jetzt schon alle konventionellen Kraftwerke und auch ein paar erneuerbare Kraftwerke in Betrieb sein. Wie man sich hier also schon denken kann, ist es durchaus so, dass die Bundesländer jetzt schon klassischerweise Strom über ihre Grenzen hin und her transportieren. Bundesländer sind jetzt mal nur so ein Proxy, um sich ein bisschen überhaupt regionalisiert dieser Fragestellung zu widmen. Natürlich sind Bundesländer keine relevante Größe in Sachen Netzplanung im Sinne von technischer Grenze zwischen den Ländern, aber nur um mal so eine Vorstellung zu kriegen, wie ungefähr Verbrauch und Erzeugung sich geografisch verteilen, nähern wir uns mal über die Bundesländer an. Und man sieht hier, dass, wenn man jetzt mal einfach beispielhaft für das Jahr 2080 Erzeugung und Verbrauch in den Ländern anguckt, dass hier Brandenburg den größten Erzeugungsüberschuss hat, also kann man sich sozusagen als Export vorstellen, Baden-Württemberg und auch hier Rheinland-Pfalz plus Saarland zusammen relativ viel importieren. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sind auch eher, haben auch eher hier Überschuss im Jahr 2008 gehabt und die anderen sind nicht ganz so stark ausgeprägt. Hessen importiert hier auch. Das ist jetzt 2008 gewesen, da gab es ja noch einige Kernkraftwerke mehr. Das heißt, da hat sich nochmal deutlich was verändert in einigen Ländern. Und so die letzte Folie zur Ist-Situation ist im Prinzip nochmal die gleiche Folie wie gerade mit der installierten Leistung nach Bundesländern, nur ist jetzt die Aufteilung hier dieser bunten Balken ein bisschen anders. Die konventionellen Kraftwerke sind jetzt hier mal so einfarbig dargestellt und die Erneuerbaren nochmal in einzelnen Farben. Gelb ist Photovoltaik, da sieht man hier eben in Bayern sind die meisten Photovoltaikanlagen, deshalb haben die hier diesen großen erneuerbare Zahl. Blau ist Wind, da sieht man hier natürlich Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt sind da ziemlich stark vertreten. Grün ist Biomasse, das verteilt sich recht regelmäßig und bei Wasser gibt es auch nochmal einige Schwerpunkte hier in Süddeutschland. Das ist also die Situation heute und die habe ich deswegen auf diese Weise gezeigt, weil ich jetzt gerne die Szenarien im Netzentwicklungsplan mal auf diese Weise mit Ihnen angucken möchte, wo ja für die Bundesländer Ausbauziele in verschiedenen Szenarien, Ausprägungen formuliert sind. Und dann können wir uns mal angucken, inwieweit sich das ändert, also inwieweit sich in dieser zukünftigen Welt die installierte Leistung in den einzelnen Bundesländern ändert, um schon mal so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, wie ändert sich eigentlich die geografische Verteilung, wenn wir diesen Zubau vorantreiben. Und jetzt zeige ich 4 verschiedene zusätzliche bunte Balken. Das erste ist das Szenario A. Das ist ein Szenario, wo für die erneuerbaren Energien ein
eher moderater Ausbaupfad formuliert ist. Dann kommt das Szenario B, das ist so eine Art mittleres Szenario für das Szenario B, also beide sind hier für das Jahr 2023 formuliert. Für das Szenario B gibt es auch noch eine weitere Stufe, nämlich das Jahr 2033, 10 Jahre später. Und dann gibt es noch für das Jahr 2023 noch ein drittes Szenario C, das in Summe die meisten erneuerbaren Energien projiziert, allerdings nicht für jede einzelne erneuerbare Energietechnik, sondern für Wind hauptsächlich mehr Wind als in den Szenarien A und B. Bei der Photovoltaik ist es durchaus manchmal auch weniger als in den Szenarien A und B. Und was man jetzt hier ganz schön sieht, ist, dass sich hier durchaus zum Beispiel am Beispiel von Niedersachsen installierte Leistungen durchaus verstärken. Die konventionellen Kraftwerke sind jetzt hier erstmal nicht ausgewiesen, aber wenn man sich vorstellt, dass die konventionellen Kraftwerke des Jahres 2012 jetzt im Jahr 2023 noch nicht komplett in Niedersachsen abgeschaltet wurden, dann kommen hier also noch einige aus diesem Balken hier oben drauf. Und auch im Jahr 2033 wird es noch welche geben. Das heißt hier für Niedersachsen, wenn dieses Szenario Realität wird, würde sich hier die installierte Leistung ungefähr verdoppeln. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass sich die Stromerzeugung verdoppelt, aber mal so als Maximaltransportanforderung, wenn man sich jetzt vorstellt, den hypothetischen Fall, all diese Kraftwerke wären gleichzeitig tatsächlich in Betrieb, dann könnte es ja tatsächlich, also dann wäre das die absolute Obergrenze dessen, was da an Strom produziert wird. Wenn das nicht unbedingt das ist, was Niedersachsen gerade haben möchte in der Zeit, in dieser Stunde, dann muss der Strom abtransportiert werden und dafür brauchen wir dann die Netze. Man sieht auch, dass die Windländer hier eine deutliche Vergrößerung der installierten Leistung sehen, also hier Brandenburg, wenn man hier auch davon ausgeht, dass die Braunkohlekraftwerke sind, das hauptsächlich in Brandenburg, im Jahr 2023 noch nicht abgeschaltet sind, dann kommen die hier auch obendrauf. Da wird also auch die Leistung sich erhöhen, wenn man sich erinnert, dass Brandenburg jetzt schon tendenziell Strom exportiert, wird sich da insbesondere natürlich diese Ost-West-Transportstrecke oder die mehreren Ost-West-Leitungen werden da interessant. Schleswig-Holstein auch hier durch Onshore- und Offshore-Wind eine sehr starke Steigerung der installierten Leistung und auch Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt auch Länder, in denen nicht ganz so viel passiert, aber insgesamt sieht man, dass sich schon in einigen Regionen deutlich das die Erzeugungsstruktur ändern wird. Und wenn man eben überlegt, dass das dann, wie sich das auswirkt, dann lässt sich eben feststellen, schon mal so rein qualitativ, dass vor allem das wohl für Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, also so für die klassischen Windländer, hier eine Verstärkung oder Steigerung oder Umschlagen in eher Exportregionen bedeuten wird. Gut, diese Szenarien sind natürlich nur ein Pfad, sind ein Korridor, der jetzt tatsächlich relevant ist für die Netzentwicklungsplanung. Es ist der Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber. Was auch ganz interessant ist, ist, dass der Verbrauch da in allen Jahren konstant angenommen wird. Es gibt also da nicht die Umsetzung der Ziele der Bundesregierung, den Stromverbrauch innerhalb dieser Zeitperiode schon zu senken. Es gibt natürlich auch andere Szenarien und es gibt viele andere Szenarien. Wir rechnen auch Szenarien und gucken uns da verschiedene Fragestellungen an, aber einfach nochmal, um so einen optischen Vergleich herzustellen, habe ich jetzt nochmal hier einige geplottet. Also hier ist nochmal die Stromerzeugung des Jahres 2011. Ich habe mal mit angenommenen Volllaststunden aus den Leistungen, die im Netzentwicklungsplan, also in den Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan zugrunde gelegt wurden, hier so eine Stromerzeugung ausgerechnet. Das kann also natürlich ein bisschen abweichen von dem, was dann da wirklich rauskommt, aber ungefähr sieht die Stromerzeugung in den Szenarien A, B und C dann in den Jahren im Jahr 2023 dann eben so aus, je nachdem, welches Szenario gibt es dann mehr oder weniger konventionelle Stromerzeugung, weil es mehr oder weniger, insbesondere beim Wind, mehr erneuerbare Energien gibt. Und was ja auch ein prominentes Szenario ist, ist das BMU-Leitszenario für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die sagen für 2023 also hier eine ganz ähnliche insgesamte Stromproduktion voraus und liegen hier so ungefähr schon in dem Bereich von diesem Korridor, kann man sagen.
sehr, sehr, sehr ähnlich ist für die Agora Energiewende 2022 hier ein Szenariojahr gerechnet worden vom IWIS, also verblüffend ähnlich zur Leitstudie eigentlich. Vielleicht ist die Zukunft einfach so, man weiß es nicht. Und für das Jahr 2033 geht es aber schon hier so ein bisschen auseinander. Also da ist die Leitstudie deutlich optimistischer. Also ich habe jetzt mal 35 verglichen, das ist das angegebene nächste Schützjahr da. Da sagt die Leitstudie also hier schon noch doch eine deutliche Reduktion wäre da in dem Szenario möglich der konventionellen Stromerzeugung. Und um nochmal die Vision nach ganz weit vorne aufzumachen, eigentlich wollen wir natürlich im Jahr, also machen wir das alles, weil wir dann einen Zustand erreichen wollen, wie er dann im Jahr 2050 möglicherweise erreicht ist, nämlich 80% bis sogar 100%, sagt das UBA, erneuerbare Energie im Jahr 2050 mit je nach Szenario sehr, sehr großen Anteilen fluktuierender Erneuerbarer, viel Wind, viel PV sogar hier auch beim UBA, viel Offshore-Wind. Und dann kommt natürlich ein zweiter Aspekt dazu, letzte Folie, Christoph, ist das, es geht da nicht nur darum, den Strom aus diesen möglicherweise anderswo lokalisierten Erzeugungszentren zu den Verbrauchern zu bringen, sondern hier kommt dann zusätzlich Speicherbedarf dazu. Das heißt, ich muss den Strom möglicherweise von der erneuerbaren Erzeugung erstmal zum Speicher und dann vom Speicher zu dem Verbraucher transportieren. Also dadurch kann sich natürlich Transport auch nochmal verstärken. Das war's. Vielen Dank.